Liebe Besucher des Online-Ratgebers des Feuerwehrmagazins, herzlich willkommen zum Themenmodul Pflege von Schutzkleidung. Ein besonderes Willkommen gilt Herrn Kawall von der Feuerwehr Homburg. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Stefan. Feuerwehrbekleidung muss auch gewaschen werden. Was ist dabei zu beachten? Zunächst gilt grundsätzlich mal, dass die Waschempfehlung des Herstellers beachtet werden sollte. Zusätzlich gibt es die Empfehlung, verwenden Sie handelsübliche Waschmittel. Stark verschmutzte Stellen sollten bei Bedarf vorbehandelt werden. Die Trommel der Waschmaschine sollte maximal zu 2/3 beladen werden. Bitte spülen Sie gründlich die Schutzkleidung, damit Waschmittelrückstände aus dem Bekleidungsteil hinausgespült werden. Nutzen Sie keine Aufheller und Weichspüler. Keine Anstecker und Nadeln an der Bekleidung anbringen, weil dadurch die Membran beschädigt werden könnte. Schließen Sie alle Klettverschlüsse, weil dadurch sonst Beschädigungen des Oberstoffs entstehen können. Und zuletzt bitte alle Metallteile abnehmen, insbesondere Karabinerhaken. Wenn die Feuerwehrschutzbekleidung dann gewaschen ist, muss sie ja auch imprägniert werden, beziehungsweise muss das ja erhalten werden. Was ist dabei zu beachten? In der Tat, Sie sprechen einen wesentlichen Aspekt an. Imprägnierung schützt den Oberstoff davor, dass er sich mit Feuchtigkeit vollsaugt und hat auch eine zweite Funktion, nämlich imprägnierter Oberstoff ist schmutzunempfindlicher. Im Wesentlichen gibt es flüssige Fluorcarbonharzmittel, die im Waschprozess zugeführt werden können. Wichtig ist zu beachten, die Imprägnierung wird nur im Nachhinein durch eine Wärmebehandlung aktiviert, zum Beispiel in einem Wäschetrockner. Für die Reinigung der Schutzkleidung gibt es in den Schutzjacken Reinigungs- und Pflegesymbole. Reichen die aus? Im Grundsatz ja, zwei Punkte sind zu beachten. Zum einen, bitte lesen Sie aufmerksam die Verwenderinformationen der Hersteller. Und zum Zweiten finden Sie in jeder Schutzkleidung, Jacke und Hose das eingenähte Pflegeetikett mit den Pflegesymbolen. Wir sehen hier beispielsweise die Waschtemperatur, die Art der Trocknung und mit welcher Temperatur die Bekleidung beispielsweise gebügelt werden kann. Eine komplette Übersicht der Pflegesymbole und deren Bedeutung finden Sie auf diesem Online-Ratgeber. Wenn ich bei der Pflege der Schutzkleidung kleine Schäden feststelle, habe ich da die Möglichkeit, selbst etwas zu reparieren? So nach dem Motto Do it yourself? Grundsätzlich gilt bei Reparaturen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Fachbetrieb. Im Falle von Gore-Bekleidung gibt es ein Reparaturset, mit dem Sie kleinere Beschädigungen an der Membrane selber beheben können. Allerdings gilt auch hier, der Fachbetrieb oder der Hersteller der Bekleidung ist die erste Wahl. Denn zum Verschließen der Nähte beispielsweise müssen unbedingt auch Aramidgarne verwendet werden, damit die Schutzeigenschaften der Bekleidung nicht negativ beeinflusst wird. Viele Feuerwehren waschen ihre Bekleidung ja selbst auf der Wache. Herr Kawall, wie wird das bei Ihnen in Hamburg gehandhabt? Wir lassen unsere Schutzkleidung in einer Wäscherei reinigen und pflegen und auch dort werden Reparaturen durchgeführt als autorisierter Fachbetrieb. Vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Danke für Ihr Kommen. Weitere Informationen zu den Themen Schutz und Materialien finden Sie auf dem Online-Ratgeber des Feuerwehrmagazins.